Hallo und herzlich willkommen zur 167. Folge vom Landwirtschaftssimulator mit dem Aaron, dem Baul, hallo, und dem Sam. Uhu. Und wir ernten, wie versprochen. Ich muss erstmal ausklappen hier. Klapp mal den Klappstuhl aus. Ja, fahr mal los, du. Machst du ein Vorgewende? Jo. Gut, den fahr ich direkt voran. Aaron? Ja? Wollen wir es so machen, du fährst Radziel ab und ich fahr Sam ab? Können wir machen. Ich stell mich ja, jetzt man, mal hier. Ja, man sieht, was runterkommt, ne? Oh ja. So, Sam, ich fahr mal ein bisschen langsamer, dass du Vorgewende machen kannst. Mhm. Jo, läuft. Jo. In den Korntank. Und zwar genau. Schwarz. Und ganz schön schnell. Jo. So, ich sollte noch eine ganze Bahn schaffen. Ja, ich komme noch bis unten hin, denke ich. Ja, du hast ja dein Rohr noch außen, da ist ja kein Problem. Ja, so wie sich das gehört. Hm. Es ist immer so irritierend, der Korntank ist schon voll, ja. von der Folie her. Aber es passt noch. Aber es passt noch eine ganze Menge drin. Wenn dein Ausschubrohr oben, wenn das voll ist, dann solltest du dir Gedanken machen, also wenn das voll gelaufen ist. Ja, warte, ich klapp mal das Röhrchen aus hier. So, 98%, Paul. Ich fahre einfach nur mal ein Stück zurück. Bei mir bleibt er bei 81 stehen. Ja? Yeah. Ach so, ja, du hast ja den Abfahrer direkt neben dir während der Fahrt. Das ist Wahnsinn, was hier runterkommt. Wird das nichts weniger bei dir? Nix, nein. Nicht weniger im nein. Korntank? Ich bleib jetzt hier mal stehen. Bei Sam. So, ja. Von der Textur her. Doch, nach und nach. Es geht ein bisschen langsamer. Es ist nicht wie bei unserem, wo die Überladegeschwindigkeit so ist. Bei unserem Klaas. Aber dafür hat der hier, der hat ein größtes Korntankvolumen hier. Ich glaube 21.000 oder so hat der hier. Ja, 21.998. Mhm. Das ist eine ganz tolle Zahl. Das hört sich an wie so ein Geburtsdatum. Ja. Ja, Paul, jetzt benutze meine Hupe. Ja, und er benutzt hier meine Hupe. Machst du hinten zu Feld 16 auf der Seite weiter, Sam? Ja, ich fahre auf der Seite hoch und runter. Naja, viel hoch und runter fahren musst du da nicht mehr, glaube ich. Ja, naja, ja, ja, zwei Spuren vielleicht insgesamt, also eine hoch, eine runter und dann würdest du nochmal drankommen. Ja, ich fahre jetzt gerade hier hinten los. Sehe ich gerade, du kommst mir entgegen. Oh, wenn wir Glück haben, ist es bloß noch einer. Ich wollte gerade sagen, den Rest solltest du fast schaffen. Gib mal Info, ob du es schaffst. Jo, schaffe ich. Gut, dann fahre ich gleich auf 16 weiter und fange da direkt an mit dem Vorgewende. Jo. Wie schnell fährst du? 21. Sieht gut aus. Ja. Also Rapsorgen sollten wir bald nicht mehr haben. Nö, für die nächsten paar Sekunden auf jeden Fall nicht. Sekunden? Ja. So, du machst ja Vorgewende, ne? Ich mach Vorgewende, ja. Wobei das bei dem Feld ja eigentlich ziemlicher Schwachsinn ist, glaube ich. Oh, naja. Vorgewende und halbes Feld ist weg. Ja, genau. So, jetzt muss ich Rohr einfahren, sonst nehme ich die Bäume mit.
Einmal abrasieren, bitte. Ja, genau. Intimhaarschnitt für den Baum. So kann man es nennen, ja. Ja, noch einmal hier vorne und dann haben wir es. Aaron, ich komme hier gleich wieder rüber. Okay. Musst jetzt nicht hinterherfahren, ich stehe hier sonst eh Sam im Weg. Aus dem Weg da. Ey, hier fährt ein Auto. Stefan, soll ich dir mal was sagen? Na? Du hast mit deinem Mietrescher einen ganz schön dicken Hintern. Ich weiß. Aber Sam, soll ich dir auch mal was sagen? Na? Du auch. Oh Gott. Und das auch, hey, so, das auch schon ohne Mähdrescher, oder? Oh, ja, stimmt. Bei mir ist ja auch so ein Banner auf dem Hintern drauf. Vorsicht, Arsch schwenkt aus. Genau. Hat er eigentlich schon eine eigene Postleitzahl? Zwei. Oh, okay. Zwei. Gut, ich glaube, ich kann gleich das nächste Vorgewende machen, oder? Ja, kannst du. Auf jeden Fall ist sehr viel Schwungmasse dran. Also sexuelle Schwungmasse, sagt man. Ah, okay. Sam, ich mache hier erstmal die Ecke von der 17. Jo, tu das mal. Gleich wieder. So bloß drei Spuren hoch und runter, dann also so durch, jo, das Feld. Genau. Dann mache ich hier nämlich jetzt geradeaus die Ecke durch. Mach die weg und dann fahre ich den Rest. Ja, und dann bist du am Ende schon eh schon fertig. Schneller als gedacht. Ja. Aber wir haben ja noch zwei große Felder. Ja. Welche? Die 33 und die 31. Oh ja. Feld 4 und Feld 2 sind doch auch nicht. Doch auch was. Warum kann ich dich abladen? Weil du leer bist. Mein Brief, mein Mähdrescher zeigt mir 7000 Liter an. Bleib stehen. 30% zeigt er auch an bei mir. Bleibst du stehen. Nee, nicht du. Stehen bleiben, hier spricht der Sam. Jo. So. Ah, die Ecke hier mit den Bäumen, die hasse jetzt ich. Jetzt bin ich leer. Die Ecke mit den Bäumen? Ja. Achso, Sam, ganz wichtig, die Fruchtzerstörung ist an, ne? Oh ja, da war was. Und wollte ich nur noch mal gesagt haben. Ah ja. Eier? Ah, ja? Die hatten wir letzte Folge. Eier? Ah, ja? Ja. Nee. Klar. Da hatten wir Schlepp. Achso. Wieso war Blacky da? Wieder eine Folge, die Blacky nicht sehen darf. Ja. Ich fahre ja am. Achso, du fährst am Wasser, ja? Ja. Gut, dann fahre ich an der Straße. Ich versuch's zumindest. Ja, tue ich. Oh. Mal gucken, ob ich die volle Bahn hier schaffe. Das könnte eng werden. Könnte nicht nur eng werden, sondern es wird eng. Oh. Sam, schaffst du es dann nochmal zurück? Ich habe jetzt 59%, also es wird eng. 950? 59. 950, ja, das wär's. Kannst du mal weiter vorfahren? Ich hab grad 950 verstanden. Also bei der Dreschergröße könnte es auch 950 sein. Also bei der Korntankgröße meine ich. Da passen Stefan, sogar fast 25.000 rein. Ja? Ja. 24.998. Da hatte ich noch einen Drescher, der hatte 64.000 Liter Tankvolumen. Ich hatte mal einen mit 1,5 Millionen. Okay. Der war aber relativ unrealistisch. Ich hatte neulich einen mir auf Motorhaus runtergeladen. Das war der New Holland wahrscheinlich. Nein, das war ein anderer. Der
irgendwie der 200 irgendwas gefahren ist, sowas von unrealistisch. Und irgendein Tankinhalt hatte von irgendwas 2,5 Millionen oder so. Ja, ja, der wollte wahrscheinlich die Kornwelt mit einem Mähdrescher abarbeiten. Also ich denke, ich erinnere da nochmal an das Video, was Tobi mal bei uns in die Gruppe geschickt hat. Sam, du müsstest es kennen. Mit seinem Traktor, der 1400 km/h gefahren ist. Ja, ja, ja. Da hat er letztens übrigens nochmal so einen kleinen Livestream kurzzeitig mal gemacht. Okay. Weil er versucht hat, auf der Porta durch einen Blitzer zu fahren und zu versuchen, mit extrem viel Geschwindigkeit geblitzt zu werden. Er hat gesagt, bei 75 plus ist Schluss. Darüber hinaus blitzt er nicht mehr. Das heißt, wie die alten Blitzgeräte, ne? Wenn du zu schnell gefahren bist, hat der Blitzer hinterher geblitzt. Oh, ist auch gut zu wissen. Das waren die alten Dinger mal. Du brauchst auf jeden Fall nicht rückwärts fahren, hinter dir steht ein Auto. Ich weiß es. Ich guck gerade nach hinten mit der Kamera. So, du musst mal ein Stück vorfahren. Vor. Ich hab noch was drin. Ach, du hast noch was drin. Ja, ich hatte gerade irgendwie rückwärts und vorwärts Pedalfall. Erzähl mir, jetzt kommst du gar nicht mehr weg. Oh, du kannst auch gleich dann zu Feld 33 durchfahren. Ich mach deinen Restbahn hier noch. Okay, warte mal, ich muss erstmal hier den Rest noch ausleeren. Jo. Paul, bleibst du mal bitte stehen? Was ist hier nicht ganz richtig? Ja, das frage ich mich ja auch. Warte. Jetzt, so. Jetzt stopfen, 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 stopfen. Stopf. Jetzt muss ich mal sehen, dass ich hier überhaupt mal wieder wegkomme. Du bist eingepackt irgendwie. So, Paul, weg da. Weg, 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 weg. Ja, mein Hintern ist eindeutig zu dick. Aber das Schneidwerk geht gerade noch so übers Auto drüber. Weg, Paul. Was da hätte ich denn? Angst als Autofahrer. Ja? Ja, das Schneidwerk irgendwie übers Auto rüber dattelt? Mhm. Das ist wie an einer Kreuzung, wenn so ein Bus oder so ein LKW um eine Kurve rumfährt und du auf der Abbiegespur stehst. Und der entgegenkommt und also denken wir. Genau. Geht auch bei LKWs ganz gut. 33. Oder Busse, wo die Schnauze so über die Vorderachse noch drüber steht, ne? Schneidwerk können wir uns auch irgendwo bei der 31 hinstellen. Den Anhänger, weil da müssen wir als nächstes danach hin. Mhm. So, ich glaube, Aaron muss erstmal leer machen. Kommt der Moment der Wahrheit, Schneidwerk bleibt drauf liegen. Kennen wir das nicht irgendwo her? Wir haben es letztens schon mal beide gehabt abends, ne? Aber ich hab's mittlerweile raus. Ja. Sag ich jetzt und gleich kippt's rüber, wetten? Nee, doch nicht. Na, hast aber Schwein gehabt, ganz schön die Wacke. Also das war eben Feld 15, also welche Felder waren das jetzt eben? 15, 16, 17. Machst du das im Auftragssystem, Stefan? Ja, das machen wir gleich hinterher. Okay. 33 hast du gesagt, ne? Bei 31 kann ich stehen lassen. Genau, 31 und 33 müssen beide noch runter. Oder wir fangen mit der 31 an, ist auch egal. Ja, wir müssen gucken, ob wir da rüberkommen zur 33, ne? Achso, nee, der Weg ist ja ein Feldweg, da dürften ja keine Bäume zwischen sein, oder? Doch, da sind Bäume zwischen. Ja, lassen wir da 31 hier anfangen. Dann stellen wir das hier oben an die Seite und dann passt es. Aber fahr ein bisschen vor, dass ich da auch noch zwischenkomme. Am besten bis an die Brücke ran. Aaron, ich hab dich überall hinzugefügt. No. So. So, ich fahre dann schon mal einmal Vorgewinde, ne? Ja. Yep. Oder wolltest du gerade? Ist mir völlig egal, du. So, das Rohr kann man ja hier gleich ausgefahren lassen. Ich fange dann hier gleich an, neben dir Bahn zu fahren. Genau. Und das Rohr lasse ich auch mal draußen. Mhm. Oh, mein Schneidwerk ist eingeklappt. Warum? Jetzt nicht mehr.
Dülülü. So. Auf jetzt noch der Bahn nach oben. Wo hatten wir das? Beim Mais war das, glaube ich, wo wir gar nicht so schnell abfahren konnten, wie wir nachgefüllt haben, ne? Ja. Da sind wir dann losgefahren. Und Abfahrer direkt nebenan und wir wurden trotzdem voller. Ja. Aber ich finde, es geht ja eigentlich mit dem Ertrag. Ja, es geht gerade eben so noch. Grenzwertig. Ja, ich wollte gerade mal abladen, Paul, aber... Sam. Du musst doch aufpassen. Ich passe auf. Sie haben nicht gesehen, dass du voll mal Anhänger auf die Seite gelegt hast. Nö, habe ich nicht gesehen. Ja, guck mal, so passt du auf. Ja, mein Hintern ist einfach zu dick. Ich kann einfach nicht dran vorbeigucken. Und Aaron ist wieder der ganz still vor sich hin leidende Typ. Ich leide doch gar nicht. Na, das haben wir denn zumindest schon mal klargestellt. Also deswegen ist Aaron nicht so ruhig. Nee, ja, das liegt in seiner Natur. Ja, kann ja nicht jeder so eine Quasselstrippe sein wie du und ich. Ich und du. Ne, du bist schlimmer. Ich, ja? Ja. An, weil ich nebenbei Bonbons esse. Oh, ach ja, Bonbon. Dann kann ich ja noch einen Keks essen. Und ich meine Schokolade. Alle am Futtern hier. Ja, Stefan wartet auf sein Essen. Genau. Machen wir ihn schon mal Hunger. Ja, brauchst du nicht, hab ich schon. Okay, dann machen wir dir noch mehr Hunger. Ist ja immer noch nicht fertig mit dem Vorgewende hier. Nee, der Paul hält mich zu lange auf hier. Ah, okay. Ich fahr auf die andere Seite dann hoch, ne? Jo. Dass wir uns nicht in die Quere kommen hier. Boah, der schwankt aber nach links und rechts, du. Wie ja. Du bist auf eine Seekuh. Wenn du mit denen zu schnell in eine Kurve fährst. Ja, hast verloren. Ja. Muss da wirklich aufpassen. Habe ich schon gerade gedacht, wo will er denn mit mir hin hier? Weißt du, was du auch nicht tun darfst? Na? Mit dem vollbeladenen Anhänger bei Regen auf dem Feld fahren. Nee, da schleuderst du durch die Gegend. Nein, du sitzt fest. Warum? Weil der Anhänger so tief in den Boden reinsinkt, dass du ihn nicht wieder rausgezogen kriegst. Ach so, das ist hier, weil dein Dings umgeschrieben ist. Ja. Dein Ground Response oder so. Und ich hatte zwei Anhänger, so wie Aaron dran. Und der vordere war voll, der hintere war leer. Das Ding hat ein V gemacht. Okay. Und das musste ich auf dem Feld stehen lassen, bis der Regen aufgehört hat. Musst du die Schleppstange holen. Ja. Dann kannst du schön ihn abschleppen. Ich war froh, dass ich einen Traktor da wieder rausgekriegt habe. Ich glaube, meine Bremsen sitzen fest vom Anhänger. Weil ich ziehe den gerade und die Räder bewegen sich nicht. Tja, muss man in die Werkstatt mit, wa? Jetzt drehen sie sich hier, hä? Also die Vorderachse dreht sich und die Hinterachse dreht sich nicht. Ja, das ist, weil die, guck mal, wie die, guck mal von der Seite, wie die in der Luft hängen. Einige. Die sind ja so ein bisschen so hoch, runter, hoch, runter. Das ist, die passen nicht unbedingt hundertprozentig zusammen, die Anhänger, weil die zwei verschiedene Anhängerkupplungen haben. Die Kugelkopf ist ja nur rangemoddet. Und deswegen sind die unten drunter und deswegen hängen die so schief runter. Witzig so. Ist, wenn man die so voll hat, dass man dem Drescher nicht mehr hinterherfahren kann. Ja, weil sie nicht mehr hinterherkommen. Ja. Also zu schwer sind, zu langsam. Hat der genau reingepasst, Sam. So, Paul, dann los jetzt. Komm rum hier mit deinen dicken Hintern. Na da. Bleib stehen. So, gibt noch einen Keks.
Fressack. Ich bin auch ein Krummelmonster. Was? Ab 3 Gramm wird's undeutlich. Ich bin doch das Krümelmonster. Ah. Kekse! Genau. Scharnutze! So nicht, mein Freund. Mann, das Dick schaukelt hier aber auch. Vielleicht solltest du die mal mit Ketten nehmen. Wäre vielleicht gar nicht so eine doofe Idee, ne? Ja. Kannst ja umkonfigurieren. Er ist immer noch am Abladen da hinten. Ja, ich war ja auch voll. Du hast den Flow noch nicht so ganz raus hier, kann das sein? Nee, mein Abfahrer, der ist immer nicht ganz so bei der Sache hier. Der träumt. Weil er Schokolade isst. Ich dachte, er sucht das Bier im Traktor. Ja. In Wahrheit heißt auch nicht Paul, sondern Biernot, ne? So, letzte Bahn machst du noch? Jo. Gut, dann lass ich mich hier mal leer laufen. Ja, Paul lässt sich volllaufen und wir lassen uns leer laufen. Hier genau, wo ich stehe, da kommst du durch zu Feld 33. Und bisschen links, dann kommst du zwischen den Bäume durch. Dann fange ich da gleich schon mal mit dem Vorgewende an. Wenn ich denn gleich leer bin. So in 3 Stunden. So in etwa, ja. Die Überladegeschwindigkeit ist noch nicht so ganz ideal. Nee, die könnte einen kleinen Ticken schneller sein. Scharnutze! Dein vorderer Anhänger ist voll, Aaron. Oh. Jetzt erst? Mein zweiter ist gleich voll. Du bist ja auch nicht abfahren gefahren. Ach so, stimmt, ja. Er war ja eben schon leer wieder. So, hier durch, einmal durchschlängeln. Au. Und los geht's. Machst du Feuerwände, ja? Jo. Ich versuch's. Mann, ist das eine Seekuh hier. Eigentlich so grün wie es ist, müsste es eine Seegurke sein, aber. Komischer Name. Hallo, willst du jetzt sagen, dass meine Drescher hier Gurken sind oder was? Nein. Achso, wir haben übrigens auch noch Sams Flug hier mit auf dem Server. Ja, den Ripper Stripper. Genau. Und Sams Förderband haben wir auch hier drauf. Ja, und? Was haben wir noch? Ach nee, das kommt ja noch. Ey, was ist denn jetzt los? Mein Schneidwerk ist kaputt. Wieso? Das ist nicht angegangen. Das hat geklemmt. Das hat geklemmt. Ich bin losgefahren und er war aus. Mag dich nicht. Nee, ich merk das schon. Also Paul, du kannst mir gleich entgegen. Also du kannst gleich hier rankommen, weil ich hab schon 52. Ja, ich versuch so auf Tempo zu kommen. Versuch es richtig. Dreh um, Junge, dreh um. Oh, ich hab gedacht, du bleibst stehen. Nein! Während der Fahrt. Deswegen sage ich, sollst du rankommen, Junge. Komm ran. Warte, du kommst hier hinterher oder was? Nee, ich geb Vollgas. Ich finde diese Trigger ein bisschen komisch. Ja, der Drescher hat da so ein bisschen komischen Abladepunkt. Immer gegen meinen Drescher hier. Ja, er hat auch Monsterarsch. Ja. Das stimmt, da steht Monster drauf. So, warte mal, wir brauchen erstmal. Bleib stehen. Ja, jetzt bist du zu weit gefahren. So, jetzt. Ich muss erstmal abladen hier, sonst wird das nichts. So, ich fahre auf eine kurze Seite.
Ja, ich bin hier hinten schon an der langen, am langen Ende zugange. Oh, ich sehe es. Eine ich Reihe, muss... irgendwas 59. Nee. 55%. Ja, Aaron, ich fahre hier auch nochmal eine Bahn, das müsste noch reinpassen. Jo. Sollen wir schon mal wieder langsam losfahren, Sam? Ja, wenn du aus dem Arsch kommst. Es bringt uns nichts, weil eigentlich müssen wir stehen bleiben. Weil, wie gesagt, in der nächsten Bahn können wir schon wieder nicht abladen. Weil wenn ich oben bin, bin ich auf jeden Fall voll. Ich so glaub, kann man das sagen, ja. Aber was haben wir, wenn du voll bist, dann darfst du nicht mehr fahren, ne? Bist du dir sicher? Ja. Ganz sicher? Ja. Ganz, ganz sicher? Ja. Okay. Ja, dann muss ich wohl aussteigen. Ja, dann steig mal aus. Bin ich. Okay. Jetzt bin ich wieder eingestiegen. Ja. Ja, ich fahr schon mal hoch und dann beschleunige ich schon mal für die andere Seite. Ja, mach das mal. Beschleunige schon mal vor. Mach das schon mal. Zünde mal den Turbo. Das muss ich deinem Traktor sagen. So, aber nicht zu viel, jetzt weil dann lass ich mich erstmal wieder leer laufen hier. Was ist mit dir laufen? Ich glaube, da muss Aaron gleich auch losfahren. Ja, das wird schon ziemlich knapp mit dem 10. Ja, das geht mir genauso. Naja, yeah, Paul, dein Traktor ist noch ein bisschen schneller. Oder ein bisschen mehr Power hat er. Aber trotzdem wird es bei mir ganz schön schwer mitziehen. Naja, klar, du hast auch noch einen Anhänger mehr. Aaron, wie viele Liter hast du drinne? 125.000 jetzt gleich. Okay, ich habe 176.000. Da passen ja noch 50.000 bei dir. Ja. Du musst mal ein klein bisschen langsamer fahren, Paul. Du fährst zu schnell. Mach ich doch. So. Willst du gleich schon losfahren? Ja. Jetzt fährst du zu langsam. Der ist gerade stehen geblieben. Dann musst du die Bremse nicht treten. Ja, Paul, so komme ich nicht zur Potte. Jetzt kannst du gleich ganz stehen bleiben erstmal. Weil das wird sonst so nisch bis zum Ende. Tut mir leid. Ja, das ist nun mal so, ne? Es passiert. Ja, der Rap sollte ein kleines bisschen reichen, wa? Ja, erstmal ja. Kurzzeitig mal so eben. Wobei er auch noch nicht von der Priorität ganz runtergearbeitet ist. Ja, da sind noch ein paar Felder, ne? Ja, aber die sind aber noch nicht angesät, da kommen noch welche, aber die anderen Prioritäten sind dazwischen gekommen. Mhm. Ich habe zum Beispiel ja den Tabak hochgedreht, weil wir keinen Tabak mehr haben. Ja. Weil du so viel und rauchst. Die Zwiebeln sind fast alle, die habe ich auch hochgedreht. Zwiebeln? Wir haben ja doch letztes Jahr Zwiebeln geerntet beide. Also du hast geerntet, ich habe abgefahren teilweise. Ja, ich habe auch das große Zwiebelfeld noch gemacht, aber es sind auch immer nur noch irgendwie 30.000 oder was über. Oh, wie viel Zwiebeln brauchst du denn? Tja. Darfst nicht so viel Döner essen. Salatmischung. Dann machen wir schon mal ein bisschen bis vorne hinfahren. Deine Beschleunigung ist einfach besser. Tja, ich habe ja auch, glaube ich, irgendwas um die 800 PS mit dem Ding hier, glaube ich. Oder? Hat der Drescher, der Drescher hat irgendwas um 800 PS, ne? Müsste ich jetzt auch nachgucken. Ich weiß es nicht. Warte, ich mach mal Luki. Monstro. So, ich fall aus. 6,25 hat der hier. Das ist ein bisschen was, ja. Jo, ich bin gleich voll. Ja, ich bin auf dem Weg.
Na, kommst du den Berg hoch, Paul? Puh, ja, ich rieche so langsam hoch. Er kraxelt so vor sich hin. Ich warte auf Abfahrer. Randvoll ist er. Ich wusste, dass es kommt. Hört sich gut an. Der Hof ist jetzt demoliert. Nee, ich habe die andere Einfahrt genommen. Die Hintereinfahrt vom Hof. So, ich fahr mal weiter. Weil ich Bremsweg nicht geschafft habe. Schön ist, wenn beim Bremsen deine Anhänger dich überholen. Hatte ich schon mal im Real Life. Das hatte Blackie hier schon auf der Karte. Okay. Drei Anhänger voll mit Rüben. Waren das, glaube ich, Rüben? Weiß ich nicht genau. Irgendwas war das auf jeden Fall. Bis zum Rand voll. Er fährt um die Kurve, wie er immer um die Kurve fährt. Dann fuhren die Anhänger an ihm vorbei und haben sich komplett um eine Laterne gewickelt. Ja. Stefan, ich brauche mal Hilfe. Herr Abfahrer, ich bin voll. Genau. Ja, dann steigen wir aus dem Traktor aus. Ich meine aus dem Mähdrescher. Oh, Sam, hast du ja nur noch eine Bahn, wa? Ja. Boah, das läuft ja. Ja. Ich hab noch zwei, sag ich mal. Ja. Aber du musst erstmal leer gemacht werden. Ja. Ja. Ah, da kommt er schon wieder angerauscht. Und jetzt einmal schön durch die Frucht. Zip, uch. Ja, dann haben wir es ja gleich geschafft. Ja, sind wir gleich durch. Fünf Felder weg. Ja, aber das Auftragssystem ist ja gnadenlos, ne? Das generiert kommt ja einfach gnadenlos neue Aufträge. Ja. Da sind bestimmt auch wieder Flugaufträge bei. Ja, zwei Stück bis jetzt. Ja, also die Arbeit geht eigentlich nie aus, ne? Ne, das definitiv nicht. So, ich fahre jetzt noch einmal hoch. Oh, einen kleinen Streifen muss ich dir überlassen, Sam. Oh. Das tut mir ja sehr leid. Das war mir ganz klar, dass dir das leid tut. Wollte ich gerade sagen. Soll ich dir den stehen lassen? Dann fahr ich auf deiner Spur. Dann gibt's einen Crash. Ah, ja, perfekt, oder? Na. Ohne dass wir aneinander hängen geblieben sind. Ja, wunderbar. So soll's sein. Jo. Jetzt muss ich nur gleich meinen Schneidwerkwagen wiederfinden. Ja, der steht unten am Kanal. Jo. Und dann muss ich auch unbeschadet da hinkommen. Ich glaube, das wird das größere Problem. Na, so wie du hierher gekommen bist, kommst du wieder weg. Ah, da bin ich durchgefahren, ja. Alles klar. Aber ich kann auch über den Feldweg fahren. Der ist auch breit genug. Gut, Paul.
Düdlüdlü, gleich ist er leer. Ich bin schon leer. Hast wohl den Flow, nicht wahr? Nee. Jetzt bin ich leer. Sam, wo bleibst du denn? Ich bin direkt hinter dir. Gar nicht, da ist ein Traktor. Ja, und ich bin direkt hinter dem Traktor mit dem Anhänger. Und deine Fratze lacht mich auch an. Guck mal, ich habe das Schneidwerk schon abgelegt. Und du? Immer ruhig Blut und warme Unterhosen, ne? Du weißt doch, alter Mann, es könnte jetzt doch. Naja, so alt bist du noch, nicht. Naja. Du auch noch nicht? Nicht? Nee. Stoppus, was hat mir gesagt? 2 Jahre älter? Ja. Guck mal, dafür, dass du als allererstes den Anhänger oder das Schneidwerk abgeladen hast, bin ich aber eher auf der Brücke drauf hier. Ja, ich hatte einen Baum in der Kamera. Jetzt wieder diese Ausreden, ne? Ja, guck's dir an. Und beim Schwimmen ist es das Wasser, ne? Genau. Aber weißt du das? Ja. Paul, sollen wir die wieder hintereinander hängen? Welche? Nein, die werden auch wieder einzeln alle in der Halle gestellt. Wo denn? Da, wo die Seemaschinen und so drin sind. Achso, das ist noch geblieben, okay. Warum machst du eigentlich kein Frontgewicht dran, Paul? Weil da nicht unbedingt eins dazugehört. Also da liegt ein Frontgewicht hier. Ja, das ist aber für alle. Türen zu! Gewichte für alle! Ne? Genau. Ja. Warum ist denn hier eigentlich die Halle offen? Ach, du hast alles aufgemacht. Ja, genau. Ah, gut. Mach halt die Türen. Du machst die doch immer zu, ist doch alles gut. Tag der offenen Tür hier, du bist wohl im Fahrstuhl geboren, ne? Die Türen von alleine auf und zu. Richtig. Nee, im Zirkus, da gibt's keine Türen. Gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss.